Ungefähr 300 Jahre brauchte Rom, um zur Herrscherin über Italien aufzusteigen. Nur etwa 400 Jahre mehr, um ein Weltreich zu erobern, das von Vorderasien im Osten bis zum Atlantik im Westen reichte, von der Wüste Sahara im Süden bis nach Schottland im Norden, das Imperium Romanum. Das Imperium Romanum war ein Reich von ungeheuren Ausmaßen, ein Reich, das sich auf drei Kontinente erstreckte, Asien, Afrika und Europa. Allein um über Italien hinauszukommen, mussten natürliche Hindernisse bewältigt werden. Eines davon ist das Meer, das die Halbinsel Italien von drei Seiten umschließt. Und im Norden eine andere Barriere, die Berge. Über 2000 Meter hoch türmen sich die Alpen. Wie haben es die Römer geschafft, diese Berge zu überwinden? Wie überhaupt die riesigen Entfernungen zu bewältigen? Zu Fuß natürlich, per Pedes. Was aber trieb die Römer dazu, ihr sonniges Italien zu verlassen und in Gebiete vorzudringen, in denen es kalt und regnerisch war, in denen Wälder und Sümpfe ihnen hart zu schaffen machten? War es Eroberungslust? Zunächst war es wohl das Bedürfnis, ihre Grenzen zu sichern. Dann war es aber auch der Machthunger römischer Politiker und Feldherren. Caesar erobert in der Mitte des 1. Jahrhunderts vor Christus Gallien. In mehreren Kriegszügen werden die Völker im heutigen Frankreich und Belgien niedergeworfen. Die Römer dringen auch in das heutige Südwestdeutschland vor. Dies sind natürlich keine echten römischen Soldaten, sondern eine Gruppe von Männern, die unter der Leitung von Marcus Junkelmann zeigt, wie die römischen Legionäre in unserer Gegend gelebt haben müssen, damals vor rund 2000 Jahren. Ende eines Marschtages. Milites convenite. Der Centurio, der Offizier, wählt einen Platz für das Nachtlager aus. Nach einem Marsch von etwa 25 Kilometern ist der Tag für die Soldaten noch längst nicht zu Ende. Jeden Abend muss in Feindesland ein befestigtes Lager angelegt werden. Zunächst einmal werden Rasenstücke ausgestochen und beiseite gelegt, sogenannte Rasenziegel. Die Werkzeuge, mit denen das geschieht, sehen wie unsere heutigen aus. Rasenstecher, Hacken und Spaten sind den römischen Werkzeugen exakt nachgebaut. Ein Graben wird ausgehoben, die Erde in Körben gesammelt und hinter dem Graben zu einem Wall aufgeschüttet. Immer griffbereit müssen Schild, Helm und Speer stehen. Das ist ein Signum, ein Feldzeichen. Das Signum wird im Kampf der Einheit vorangetragen. Auf der Silberplatte steht der Name der Kohorte. Selbst beim Schanzen tragen die Soldaten ihren Kettenpanzer und legen Dolch und Schwert nicht ab, wenn sie sich in unsicherer Gegend befinden. Die Legionäre trugen Sandalen. Die römische Militärsandale heißt Caliga. Sie ist aus einem Stück Leder geschnitten und merkwürdigerweise bleiben die Füße darin warm. Während ein Teil der Legionäre schanzt, bauen andere das Zelt aus Leder auf. In so einem Zelt finden 8 bis 10 Mann Platz, eine Zeltgemeinschaft. Die Zeltgemeinschaft ist die kleinste Einheit der römischen Armee. Diese Arbeit ist hart, aber sie ist unbedingte Pflicht. Jeden Abend nach dem Marsch beginnt sie von neuem. Ein Stück des Grabens ist fertig. Er ist V-förmig, 1 Meter tief und 1,50 Meter breit. Der Wall wird nun auf der äußeren Seite mit Grasziegeln belegt. Nicht etwa, weil das besser aussieht.
Die Sache mit den Grasziegeln war ein Trick der Römer. Wenn Angreifer versuchten, den Graben zu überspringen, fanden sie auf den lose aufliegenden Grasziegeln keinen Halt, sondern rutschten mit ihnen ab und landeten im Graben. Oben auf dem Wall werden nun Holzpflöcke in die Erde gerammt. An beiden Enden zugespitzte Schanzpfosten aus Eichenholz, die Pila Muralia. Um die Einkerbungen in der Mitte windet der Legionär Stricke, die die Pfosten miteinander verbinden und die ganze Palisade zusammenhalten. Diese Art der Befestigung mit Graben, Wall und Palisade bauten die Römer auch im großen Lager und an Grenzen. Erst nachdem das Lager rundum befestigt ist, kommen die Legionäre zum Essen und zur hart verdienten Ruhe. Über Nacht muss auf dem Wall Wache geschoben werden. Früh am Morgen weckt das Hornsignal die Legionäre. In der nebeligen, kalten Nacht haben sich die Männer in ihre Militärmäntel gewickelt. Hier im Norden wird der Soldat seinen Mantel, die Pänula, wohl geschätzt haben. Die Pänula ist aus dicker, in sich verfilzter Wolle, einem Lodenmantel vergleichbar. Ein neuer Marschtag beginnt. Dass römische Legionäre tatsächlich so ausgerüstet waren, wissen wir aus schriftlichen Zeugnissen und vor allem von Darstellungen auf Grabsteinen. Über der roten Wolltunika, die wie ein gerades Hemd geschnitten ist, der Kettenpanzer. Gegürtet mit Schwert und Dolch. Vor der Brust hängt der Helm aus Bronze. Der Schild, das Cutum, wird für den Marsch über der linken Schulter und dem Rücken festgeschnallt. Das Cutum wiegt mit seinem ledernen Schutzbezug über 10 Kilo. Die Furka, die Tragestange, mit Mantelsack, Proviant und Kasserolle. Und das Pilum, der Wurfspeer. So bepackt hat der Legionär fast 48 Kilo zu tragen. Die Eroberung weiter Teile des Imperiums waren bereits vor Christi Geburt abgeschlossen. Kaiser Augustus versucht, die einzelnen Teile des Reiches zu verbinden und die Grenzen zu sichern, an denen es immer wieder zu Unruhen und Kriegen kommt. Bilder von kämpfenden Legionären auf der Trajanssäule in Rom. Sie berichten vom Krieg der Römer gegen die Parther im 2. Jahrhundert nach Christus im Osten des Reiches. Sie berichten vom Einsatz der Waffen und von der Brutalität der Kämpfe. In der römischen Armee kämpften Spezialisten aus den eroberten Provinzen neben römischen Soldaten. Sie beherrschten Waffentechniken, in denen die Römer weniger gut waren, zum Beispiel die Steinschleuderer aus dem östlichen Mittelmeerraum. Die Steine, aus der Lederschlaufe geschleudert, hatten eine Reichweite von etwa 300 Metern. Die Anzahl der römischen Bürger reichte bei weitem nicht aus, so viele Soldaten zu stellen, wie Rom für seine Eroberungen und zur Verteidigung dieser Gebiete brauchte. So bestand die Armee des Imperiums letztlich nur zu einem Teil aus Römern, zum anderen Teil aus Nichtrömern, aus Hilfstruppen, den Auxiliartruppen. Sie wurden in den eroberten Provinzen angeworben und mussten unter römischen Offizieren für das Imperium kämpfen. Dem Sieger verhalf die Göttin Victoria den Lorbeerkranz. Auf der Strecke bleibt der Geschlagene, der sterbende Gallier. Angriff der Barbaren auf eine römische Festung. Mit einem Rammbalken rennen sie gegen die Mauer an. Die Legionäre schlagen von oben auf ihre ungeschützten Köpfe ein.
Angriff der Römer. Sie haben eine sogenannte Schildkröte gebildet. Unter diesem Panzer aus Schilden, geschützt vor dem Geschosshagel der Feinde, rückt die Gruppe vor. Dank ihrer Kriegstechnik, dank ihrer hervorragenden Ausrüstung und ihrer Disziplin blieben die römischen Legionen viele Jahre siegreich. Mit prächtigen Triumphzügen feierten römische Feldherren ihre Siege in Rom. Aus den Mittelmeerländern und Aquitanien brachten sie ungeheure Reichtümer in die Hauptstadt. Die Reichtümer füllten auch die eigene Tasche und stärkten den politischen Einfluss der Feldherren. In den Gebieten des eroberten Germanien waren Gold und Schätze nicht zu holen, wohl aber Menschen, Gefangene. Im Triumphzug werden sie zur Schau gestellt und dann als Sklaven verkauft. Schier unersättlich war der Bedarf Roms an Sklaven. Geschmückte Opferstiere und Priester, verdiente Offiziere und Verbündete geleiteten den Triumphzug über die Heilige Straße in Rom. Nach dem Musikchor schließlich der Triumphator, der siegreiche Feldherr. Unter Kaiser Trajan hatte das Reich seine größte Ausdehnung erreicht. Nun galt es, den Frieden und den Bestand dieses Reiches zu sichern. Donau bildeten natürliche Grenzen. Dazwischen aber lag ein großer Teil des eroberten Gebietes ungeschützt. Deswegen bauten die Römer den Limes. Er beginnt nördlich von Koblenz am Rhein, verläuft bis zum Main und weiter in gerader Linie bis nach Lorch, der obergermanische Limes. Hier trifft er auf den rätischen Limes, der an der Donau endet. Der Limes bildet die Grenze zwischen dem Imperium Romanum und dem freien Germanien. Ein Limesturm, ein Wachturm. Eine Kette dieser Türme stand hinter der Befestigung aus Graben und Palisade. Die Wachmannschaften gaben sich Zeichen, bei Nacht Feuerzeichen, wenn bewaffnete Gruppen der Grenze zu nahe kamen. Die Palisadenwand, die sich bis zum Horizont durch die Landschaft zog, hat großen Eindruck auf die Bewohner des freien Germaniens gemacht. Der rätische Limes bestand aus einer Mauer. In friedlicheren Zeiten wurde diese Grenzmauer durchlässig für Handel und Kontakte.
Aber auch in friedlicheren Zeiten war das Leben im festen Lager alles andere als angenehm. Die Soldaten lebten auf engstem Raum. Der Tagesablauf war streng geregelt. Um die Disziplin und die Kondition der Truppe zu wahren, wurde exerziert und eben hart gearbeitet. Zeugnis von den Handwerksarbeiten der Legionäre geben zum Beispiel auch die Ziegel, die den Stempel der Kohorte oder Legion tragen, zu der die Soldaten gehörten, die diese Ziegel vor fast 2000 Jahren gebrannt haben.
Aha, aber nun ist es zu spät. Der Brei ist gegessen. Appell vor der Principia. Ein feierlicher Moment. Aus dem Fahnenheiligtum werden die Feldzeichen herausgetragen. Und der goldene Legionsadler. Es ist die höchste Standarte der Legion. Die Offiziere haben ihre Paradeuniform angelegt. Der Feldzeichenträger trägt jetzt den silbernen Maskenhelm. Damit tritt seine Person ganz hinter die Aufgabe zurück. Er verkörpert jetzt seine Einheit. Das Wolfsfell über Helm und Rüstung des Feldzeichenträgers soll den Mut des wilden Tieres auf die Einheit übertragen. Der Adler ist das Symbol Jupiters, des höchsten römischen Gottes. Seine hochgestreckten Schwingen werden von einem Lorbeerkranz umschlungen, dem Zeichen des Sieges. Legionsadler und Feldzeichen wurden wie Heiligtümer verehrt. Glanz und Pracht dieser Zeichen sollten aber auch Macht und Herrschaft der Römer über die eroberten Provinzen demonstrieren. Über Gallia und Belgica, über Germania, Raetia und Noricum. Überall in diesen Gebieten finden wir unter der Erde Mauerreste von Lagern und Befestigungen, Waffen und Gegenstände des täglichen Lebens der Römer und ihrer Armee und Grabstelen, auf denen sie dargestellt sind.